Jugendliche erforschen Stadtgeschichte. Die Kinder des Falkensteiner Freizeitzentrums und der Drütschler Oberschule arbeiten derzeit an einem Projekt namens Falkart. Die Initiatoren sind der Falkensteiner Rainer Dölling und Maler Wolfgang Blechschmidt. Zusammen mit den Kindern wollen sie die Vergangenheit Falkensteins Stück für Stück aufarbeiten. Außerdem recherchieren die Kinder zur Herkunft von Kunstwerken, die auf dem Dachboden des Rathauses eingelagert wurden. Zusammen mit Filmemacher Thomas Mücke produzieren die Jungforscher einen Film über das Projekt. Parallel dazu wird eine Webseite erstellt. Das Projekt Falkart soll bis Mai fertiggestellt sein.